Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. Eine Infoveranstaltung, bei der es um die Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten und zum Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten gehen soll. Und zwar speziell hier an unserem Institut, am IVS. Die Ausbildung ist ja vielleicht bei den meisten auch bekannt, wie sie so abläuft. Und wir sind heute alle da, die wichtigen Leiter des Instituts. Vielleicht steht ihr mal auf, dann könnt ihr euch alles sehen. Ja, ich fange mal mit ganz links an. Sandra Popek. Hallo. Frau Dr. Popek ist für die Selbsterfahrung zuständig, wird über die Selbsterfahrung noch einiges erzählen, zusammen mit dem Herrn Dr. Mösler, Privatdozent und viele andere Titel auch noch, aber das kann man nachlesen. Auch Mitglied im Leitungsgremium, auch für die Selbsterfahrung zuständig. Zusammen mit Sandra macht er immer ein Selbsterfahrungsteam, Leitungsteam. Ja, Andreas Rose, Herr Dr. Rose, ist für den Kinder- und Jugendlichen-Therapiebereich zuständig, für die Ausbildung und auch Leiter der Ambulanzen hier. Ich bin für die Erwachsenenausbildung zuständig, mein Name ist Wolfram Dormann und ich organisiere die Erwachsenenausbildung, wie gesagt, und bin stellvertretender Leiter in den Ambulanzen hier, habe auch meine Praxis hier. Ja, ich habe einiges vorbereitet. Sie sehen die Skyline von Fürth, so als Einstieg. Wer Fürth nicht nur aus der Ferne kennt, kommt dann wahrscheinlich hier auf seine Kosten. Gibt auch schöne Ecken in Fürth, ja, wissen viele nicht. Und so schaut es innen drin aus, in den Häusern. Bei uns jedenfalls, das ist ein Seminarraum. Und hier kommen wir schon zum Programm, zur Gliederung. Die Themen, die ich heute oder wir zusammen mit Ihnen durchgehen wollen, also die Besonderheiten dieser Ausbildung am IVS möchten wir Ihnen vorstellen, die Fachtagung, Selbsterfahrung auch, die Theorieseminare, Seminarorganisation, die praktische Tätigkeit, wichtiger Punkt, die praktische Ausbildung am IVS und der allerwichtigste wahrscheinlich für Sie, wenn Sie sich überlegen, so eine Ausbildung überhaupt beginnen, die Ausbildungskosten, über die will ich auch noch ausführlich berichten. Am Schluss die Abschlussprüfung, das ist letztlich ein Zertifikat, das jeder kriegt, bis hin zur Approbationsurkunde. Ja, das wäre so das letzte Thema. Wir möchten Sie auch nochmal einladen, wer es noch nicht vielleicht genossen hat, bei einem ersten Infogespräch, individuellen Bewerbungsgespräch, die Räume nochmal zu zeigen. Also wer Lust hat, kann dann hinterher nochmal mitlaufen durch die Kinderambulanz oder die Erwachsenenambulanz, je nachdem. Ja, das wäre so mein Programm. Was gibt es an Besonderheiten der Ausbildung? Oder die Besonderheiten unseres Instituts? Also was wir so als Prinzip haben, wir haben uns die Prüfungsverordnung angeschaut damals und haben gesagt, wir wollen das, was da drin steht, machen, aber nichts darüber hinaus. Wir wollen nicht mehr fordern, als der Gesetzgeber fordert und das möchten wir möglichst gut machen. Also da sind die Institute auch ein bisschen unterschiedlich. Wir wollen also keine zusätzlichen Stunden fordern, keine Zwischenprüfung gibt es bei uns. Also es ist so, Sie können nach der Hälfte der Ausbildung in die Patientenbehandlung einsteigen, ohne dass Sie eine Prüfung machen müssen. Das ist das, was den Kassen auch ausreicht. Die sagen, die Ausbildungskandidaten müssen natürlich fortgeschritten sein in ihrer Ausbildung und das ist nach der Hälfte der Ausbildung der Fall. Dann akzeptieren die das. Wir fordern auch nur die 6 vorgeschriebenen Falldokumentationen, also Sie müssen nicht mehr Fälle dokumentieren. Davon sind 2 dann Prüfungsfälle, die in der mündlichen Prüfung dann vorgestellt werden am Schluss. Es gibt auch so etwas wie eine freie Spitze. Die Ausbildung besteht ja aus 4200 Stunden, davon sind 930 Stunden frei. Alle Institute haben die Möglichkeit, die individuell zu gestalten. Also sagen wir machen noch mal ein paar hundert Stunden mehr Theorie oder ein bisschen mehr praktische Tätigkeit. Bei uns ist es so, dass wir gesagt haben, diese freie Spitze wird in der Regel abgegolten durch Vorbereitung und Nachbereitung von Therapiesitzungen, von Supervisionsstunden und zum Teil auch durch Tätigkeiten, die anfallen, die sowieso anfallen. Also Telefondienste, Teambesprechungen, Kurssprechertreffen, Bibliotheksdienste und andere Dinge, wo wir sagen, da gibt es einiges sowieso immer wieder zu tun im Rahmen der praktischen Ausbildung.
man kann davon ausgehen, dass es da mit abgedeckt ist. Ja, Offenheit, Transparenz war für uns immer auch schon Leitlinie. Sie haben die Homepage vielleicht auch schon angesehen. Da gibt es keinen internen Bereich, alles ist öffentlich zugänglich. Also jeder vom anderen Institut kann da gucken, was machen die denn da, wie machen die das am IVS. Da können auch schon jetzt seit einiger Zeit Studierende zum Praktikum kommen. Haben wir auch jetzt immer wieder, auch Sozialpädagogen, nicht nur Psychologen. Schnupperwochenenden können Sie besuchen. Die Fachtagung natürlich auch immer kostenfrei für Studierende, da komme ich noch drauf. Das ist was, wo Sie auch unsere Ausbildungskandidaten kennenlernen, die hier schon sind und im Grunde auch Sie interviewen können, wie es Ihnen bei uns gefällt. Auf der Homepage kein geschlossener Bereich. Und das verschriftlichte Konzept der Selbsterfahrung ist normalerweise auch immer auf der Homepage zu finden. Seit ein paar Wochen jetzt nicht mehr, wird gerade überarbeitet. Das wird, nächste Woche ist es wohl wieder dann zu finden in der überarbeiteten Form. Wer sich dafür interessiert, kann sich das dann da runterladen. Ein Punkt, den wir auch irgendwann angegangen sind, die Qualitätssicherung. Im Gesundheitssystem ist Qualitätssicherung ja auch ein wichtiger Punkt. Die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten müssen ihre Praxen auch einem Prozess unterziehen, der die Qualität sichert. Wir haben das auch gemacht und sind auch zertifiziert entsprechend. Ja, zur Entwicklung des IVS. Das sind die neuesten Grafiken. Das fand ich jetzt ganz toll, dass ich die heute noch gekriegt habe und einbauen konnte. Das sind die Ausbildungsteilnehmer. Wir haben angefangen, das sieht man jetzt nicht ganz genau, im Jahr 2000 mit 7 Ausbildungskandidaten. Und dann ging es nach oben. Also wir haben uns wirklich schnell doch zu einem relativ großen Institut entwickelt. Das hat natürlich auch Konsequenzen, es wird ein bisschen anonymer. Wir mussten viel verschriftlichen, vieles, was wir zwischen Tür und Angel damals so entschieden haben und besprochen haben. Es geht natürlich jetzt nicht mehr. Anderes hat natürlich dadurch viel mehr Routine bekommen und ist irgendwie durchschaubarer, sicherer und nicht so, schauen wir mal. Das war so damals so unsere Botschaft. Die gibt es natürlich jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es feste auch Prozesse, die so ablaufen, wie Ausbildungsteilnehmer sich es eigentlich auch erwarten. Dadurch, dass wir jetzt so lange schon existieren, haben wir auch sehr viel Erfahrung mit unserer Prüfungsbehörde. Die Prüfungsbehörde hat jetzt gewechselt, die war früher in Würzburg, jetzt ist sie in München. Hat ein bisschen was verändert möglicherweise. Eine große Veränderung ist, dass die mündlichen Prüfungen nicht mehr bei der Regierung stattfinden am Ende der Ausbildung, sondern bei uns im Institut. Das tut den Ausbildungsteilnehmern eigentlich ganz gut. Das ist so ein bisschen dieses Zuhausegefühl haben und dann hier die mündliche Prüfung machen und nicht irgendwo so in der Behörde, wo es ein bisschen wie bei Gericht zugeht. Also das ist für viele immer so ein bisschen negativ von der Wirkung her auf die Psyche. Ja, wir haben sehr viele Absolventen inzwischen und dadurch auch sehr viel Erfahrungen mit so Sondersituationen. Also das sind ganz viele. Inzwischen die Bachelor-Master-Abschlüsse, die sind so unterschiedlich, dass wir uns immer wieder auch neu eintunen müssen und diese Äquivalenzbescheinigungen auch kriegen müssen. Die ausländischen Abschlüsse, europäische Abschlüsse, auch ein wichtiger Punkt. Viele Quereinstiege hatten wir auch schon, die aus irgendwelchen Gründen hier ins Fränkische gekommen sind. Nicht nur, weil sie zu uns wollten, sondern weil sie halt irgendwie privat hierher gekommen sind. Und das ist ja auch was auch ein Institut dann leisten muss, die Leute zu integrieren, die von einem anderen Institut kommen. Ausbildungsunterbrechungen hatten wir natürlich und andere Dinge. Ja, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Das ist auch vielleicht so ein Vorgriff auf die Kosten. Die Gebühren, die orientieren sich immer an den aufgewendeten Kosten. Und wir schauen, dass wir, wenn wir Gewinne machen, die auch immer wieder umsetzen. Dass wir sagen, okay, das stecken wir eher in die Ausbildung. Wir verlangen kein Geld für die Bewerbungsgespräche. Es gibt keine Gebührenerhöhung seit 1999. Also diese monatlichen Beiträge sind immer gleich geblieben. Kostenfreie Versicherung, klar. Die Seminarpausen verpflegen, das ist alles kostenfrei. Die Arbeitshilfen. Kopierer steht bei uns einfach so rum. Man kann kopieren und das Papier steht zur Verfügung. Also es ist nicht wie an der Uni, wo man dann so eine Chipkarte kriegt oder so. Das können wir uns
immer noch leisten und ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, die Kurssprecher, also diejenigen, die irgendwelche Dienste machen hier bei uns, werden auch finanziell honoriert natürlich. Das sind nicht sofort dann gleich Ehrenämter. Da muss auch eine Aufwandsentschädigung schon stattfinden. Und ja, was auch durch den Standort führt, was uns so ein bisschen auszeichnet, ist, dass wir sehr multikulturell sind, also was die Patientenbehandlungen angeht, aber auch was unsere Ausbildungsteilnehmer angeht. Also wir haben schon auch einen hohen Anteil von Leuten, die aus dem europäischen Ausland kommen. Oder sagt man, nee, innereuropäischen Ausland, oder wie? Wie sagt man da? Ja, so ähnlich. Also die auch Bachelor-Master-Abschlüsse haben, die wir dann natürlich auch wieder prüfen lassen müssen von der Zentralstelle in Bonn und auch immer wieder Abschlüsse durchkämpfen müssen, damit die auch wirklich dann ihre Ausbildung hier machen können. Das sind dann oft Leute, die haben zum Teil nicht in Deutschland studiert, die natürlich auch sprachlich sehr viel an sich arbeiten müssen. Barrierefreiheit, ja klar, auch ein wichtiges Ziel. Wir haben in allen Abteilungen behindertengerechte WCs natürlich, auch mit Braille-Schrift beschriftete Türschilder, weil wir auch blinde Ausbildungskandidaten haben. Und Öffentlichkeitsarbeit ist auch noch ein wichtiger Punkt, der uns wichtig ist. Wir machen Boys Day, wir versuchen, den Beruf in der Bevölkerung bekannt zu machen. Das ist ganz interessant, dass unser Beruf eigentlich als Männerberuf gilt in der Bevölkerung. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Sehen wir hier. Also wir haben in der Regel 80-90% Ausbildungskandidaten. Und da liegen wir noch ganz gut, dass wir 10-20% Männer haben in den Kursen. Ja? Das in anderen Instituten sind das oft reine Frauenkurse. Und der Trend, so wie die Studiengänge so jetzt irgendwie besucht werden, ist nicht irgendwie gebrochen. Also wir müssen schauen, dass die Jungs irgendwie doch ein bisschen mehr sich interessieren für diesen Beruf. Aber sie müssen sich ja schon sehr früh entscheiden mit 17, was sie studieren wollen. Und da spielen die Eltern oft noch eine Rolle. Und die Eltern, die haben den Beruf des Psychotherapeuten immer noch im Kopf als brotlose Kunst. Ja? Auch in den Akademikerfamilien ist es völlig klar, das ist doch irgendwas, wo man dann sich sehr bemühen muss, überhaupt ein Geld zu verdienen. Seit 15 Jahren gibt es dieses Gesetz. Das hat sich noch nicht richtig rumgesprochen, dass es eigentlich eine Ausbildung ist, die einen Facharztstatus nach sich zieht. Und dass man eigentlich ja, zu denen gehört, die wirklich in unserer Gesellschaft gut verdienen und sich nicht irgendwie beklagen müssen. Natürlich sind wir in der Ärzte-Rangliste ziemlich weit unten. Ich glaube sogar ganz unten, oder Andreas? Ne? Aber das ist immer noch so, dass man davon wirklich gut leben kann. Öffentlichkeitsarbeit. Die Fachtagungen sind auch ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Das war jetzt in der WISO in Nürnberg in 2012. Das ist im Redoutensaal in Erlangen in 2013 die Fachtagung über Berufspolitik. Die Fachtagungen werden organisiert von den Teams. Hier sind es Frau Loch, Frau Herbst, Herr Ettinger und die Frau Seitz. Vielleicht haben manche die schon kennengelernt. Die meisten haben die Frau Götz vielleicht kennengelernt. Die nächsten Fachtagungen haben wir schon geplant. In 2015 ist es im November. Es geht um Sexualität bei Jugendlichen und Konsequenzen für die Behandlung von Erwachsenen. Voraussichtlich wird die 14. Fachtagung 2016 am 12. November stattfinden. Ist noch nicht ganz klar, aber das Thema ist klar. Es geht um Psychotherapie und Behinderung. Ein wichtiges Thema, was auch ja, doch immer wichtiger genommen wird. Also Psychotherapie mit gehörlosen Patienten zum Beispiel. Die letzte Fachtagung 2014. War jemand da zufällig? Ah, ja. Aha, waren einige da. Da ging es um Selbsterfahrung. Ja, haben unsere Selbsterfahrungsleiter natürlich vor allem organisiert. Dazu wird auch noch ein Buch erscheinen mit den Vorträgen. Wir haben da wirklich sehr wichtige Referenten gehabt an dieser Tagung. Ja, und die Präsidentin der Ärztekammer war auch da, hier, die da, bisschen schrille Figur, ja, aber es wird noch schriller, nee, nicht das Publikum, Audimax in Erlangen, ne, war voll, ja, hier, der Abschluss,
von dieser Tagung waren die Chaotic Strings, Rahmenprogramm. Wer kennt die Chaotic Strings? Oh, wenige. Hier, ganz wichtig, Lulu Weiß. Und wir finden, Selbsterfahrung muss auch Spaß machen, deshalb war das eigentlich ein ganz guter Abschluss für diese Tagung. Selbsterfahrung am IVS, ihr seid dran. Frau Dr. Popek, Herr Dr. Müller. Ja, ihr Lieben, ich möchte euch ganz herzlich erstmal gratulieren, dass ihr euch für den schönsten Beruf der Welt interessiert, nämlich den des Psychotherapeuten. Und es gibt ja so ein Sprichwort, das heißt, such dir eine Tätigkeit, die du liebst, dann brauchst du nie zu arbeiten. Und das kann man tatsächlich in gewisser Weise erreichen, wenn man eine gute Selbsterfahrung gemacht hat. Der Wolfram hat es ja schon gesagt, Selbsterfahrung soll unbedingt auch Spaß machen und Freude machen. Und ich denke, das macht es bei uns auch. Wir beziehen uns bei unserer Selbsterfahrung auf die sogenannte dritte Welle der Verhaltenstherapie. Das sind so die alten Achtsamkeitsschulen, die da mit Einfluss haben an Methoden und Vorgehensweisen. Vielleicht hat jemand mal gehört von der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion von Jon Kabat-Zinn. Der ist einer der so Mitväter von unserer Selbsterfahrung, ist auch ein alter Freund von mir. Und wir bearbeiten das oft zusammen. Er kommt dieses Jahr ja auch in die Schweiz wieder und hält da Kurse ab, ist ein Amerikaner. Und vielleicht haben auch einige gehört mal von der DBT, die Therapie für Borderline-Syndrome von Marsha Linehan, die die entwickelt hat, die sich auch auf diese alten Geistesschulen bezieht. Ansonsten hat die achtsamkeitsbasierte Selbsterfahrung auch so eine Ausrichtung, dass niemand zurückgelassen werden soll. Das heißt, die Selbsterfahrung soll für jeden gut möglich sein, dass er damit was gewinnt und dass er auch die Selbsterfahrung machen kann und auch erfolgreich abschließen kann. Und das ist tatsächlich bei uns auch der Fall. Unser Prozentsatz von den Personen, die, sagen wir mal, die Selbsterfahrung abbrechen, ist verschwindend gering, deutlich geringer als in anderen Konzepten oder Vorgehensweisen von Selbsterfahrung. Es gibt ja sehr aggressive Formen davon, mit einem heißen Stuhl und ähnlichem mehr. Das gibt es in der achtsamkeitsbasierten Selbsterfahrung nicht. Zudem bin ich selber Lehrer für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uni Erlangen und beforsche das Gebiet der Selbsterfahrung auch. Und Dinge, die da gut funktionieren, nehmen wir rein in die Selbsterfahrung, wenn sie nebenwirkungsarm sind oder nebenwirkungsfrei sind und eben einen guten Effekt haben und was bringen den Einzelnen. Da sind wir schon bei einem wichtigen Punkt, worauf soll eigentlich Selbsterfahrung hinauslaufen. Ein ganz wichtiger Knackpunkt dabei ist, dass die persönliche Verletzlichkeit reduziert wird oder möglichst aufgelöst wird bei den Personen, die Psychotherapeuten werden. Das ist auch so von den Kammern gewünscht. Der Wolfram hat ja schon gesagt, wir hatten da eine große Fachtagung dazu, wo wir die meisten Cracks aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen hatten und alle sind sich einig, die persönliche Verletzlichkeit ist das größte Hindernis auf der Beziehungsebene. Und als Psychotherapeut soll man ja ein bisschen Künstler werden auf der Beziehungsebene. Und wenn ihr euch selber so zurückerinnert an eure Beziehungen, wie viel Leid man selber erfährt durch eine hohe Verletzlichkeit, wenn man die hat, dann ist klar, dass das ein Hindernis ist auf der Beziehungsebene. Und es gibt, sagen wir mal, viele Beispiele, auch aus der Psychotherapie, wenn jemand zum Beispiel einen Vater hatte, eine junge Psychotherapeutin, der sehr, sehr streng war, vielleicht auch eine Alkoholerkrankung hatte und es kommt ein Patient zur Tür herein, der selbst stark nach Alkohol riecht, sehr streng ist, dann kommen wieder so die alten Emotionen bei der Psychotherapeutin hoch, der Ohnmacht, vielleicht der Angst und ähnliches mehr. Und so kann man nicht gut psychotherapieren, kann man kaum Mitgefühl entwickeln für den anderen und sich mit ihm auch nicht wirklich verbinden. Und das sind zwei Dinge, die da wichtig sind. Das erste, dass man überhaupt erkennt, dass man jetzt
Angst hat in so einer Situation, dass man sich das auch zugesteht, weil wir wollen ja alle immer unverletzlich sein und machen uns oft was vor, dass wir die Situation mit dem Vater möglicherweise schon abgehakt haben. Aber wenn dann die Emotionen in der Therapiesituation hochpoppen, dann ist es wichtig, dass man es erkennt. Und das andere, dass man eine Methode hat, das schlagartig aufzulösen. Dass man in der Lage ist, eine Verletzlichkeit, wenn die sich öffnet, auf der Beziehungsebene zeitnah aufzulösen, um sich dann wieder hindernislos mit dem Patienten zu verbinden. Und dafür sind wir da, die Sandra und ich, sozusagen, wir erleben uns mehr als eure Selbsterfahrungsassistenten, die eben Tools zur Verfügung stehen, die wir selbst eben auch erforschen und die funktionieren, damit es eben möglichst nebenwirkungsfrei und nebenwirkungsarm funktioniert. Wir sind selber beide mindestens 8 Wochen pro Jahr selbst in Selbsterfahrung und Selbstentwicklung, um neue Methoden auch auszuprobieren. Wir geben nichts rein in die Selbsterfahrung, was wir nicht selbst getestet und für gut gefunden haben. Unsere Gruppen sind geschlossene Gruppen, sind immer so zwischen 8 und 10 Personen, sind kleine Gruppen. Wir dürften mit 2 Leitern 16 Leute nehmen, aber da kann man nicht viel für einen anderen gewinnen, weil es doch sehr individuell ist. Jeder bringt ja auch bestimmte Dinge mit aus seiner Biografie, Verletzlichkeiten. Manche haben einen Missbrauch erlebt, manche haben irgendwelche anderen traurigen Dinge, gerade noch einen Todesfall erlebt, den sie da bearbeiten möchten. Und das ist alles möglich. Die anderen Gruppenmitglieder profitieren davon und können dabei was lernen, wie man eben da Traumatisierungen auflösen kann. Man muss nicht alles reinbringen in die Selbsterfahrung. Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Wir haben immer Vorgespräche, Einzelvorgespräche für jeden, der sich für so eine Gruppe bei uns interessiert, die so zwischen 1 und 2 Stunden dauern, wenn es notwendig ist, auch länger, wo man sagen kann, was man vielleicht ansprechen möchte oder auch Dinge absprechen kann, die man vielleicht nicht ansprechen möchte. In der Selbsterfahrungsgruppe wichtig ist halt, dass wir die auch euch da schützen und unterstützen in der Gruppe, dass wir davon wissen. Ich sagte gerade, es sind geschlossene Gruppen. Das heißt, die Selbsterfahrung wird gemeinsam begonnen und gemeinsam abgeschlossen. Das ist auch notwendig, damit man tatsächlich sich gut verbinden kann. Es gibt Selbsterfahrungskonzepte immer noch, obwohl die als klar wirkungslos mehr oder weniger erkannt wurden, wo offene Gruppen sind mit wechselnden Leitern. Also ihr habt immer die gleichen Leiter in der Selbsterfahrungsgruppe und auch die gleichen Personen, die drin sind, so dass man sich wirklich öffnen kann auch. Es ist klar, wenn man irgendwie vertrauensvoll was erzählt und das nächste Mal sind wieder ganz andere Leute da, das funktioniert einfach nicht. Und das ist so ein Teil dieses Konzeptes. Zudem haben wir gemischte Gruppen. Gemischt, was die Berufsgruppen betrifft und natürlich auch, der Wolfram hat es ja schon angesprochen, auch was das Geschlecht betrifft, haben wir immer noch Männer auch drin in den Gruppen. In der Regel so zwischen 2 und 3 Männern in jeder Selbsterfahrungsgruppe. Das liegt auch daran, dass wir die Berufsgruppen eben mischen, weil wir eben Psychologen, Pädagogen und Ärzte zusammen ihre Selbsterfahrung machen. Hat viele Vorteile, entspricht auch der Tradition des IVS. Also wenn wir jetzt so denken, wie lange wir lehren in den verschiedenen Psychotherapieschulen, ist es schon sicher ein paar Jahrzehnte. Glaubt man manchmal gar nicht, aber es ist so. Da ist es ein Vorteil, wenn man auf Augenhöhe voneinander lernt. Und das war immer so unsere Devise, dass die Berufsgruppen Pädagogen, Ärzte und Psychologen auf Augenhöhe sich begegnen und eben voneinander profitieren. Das ist ja sehr gut möglich. Pädagogen gehen sehr ressourcenorientiert vor, häufig Psychologen hypothesenorientiert. Und die Mediziner wollen immer heilen.
Aber es ist sehr vernünftig, wenn man alle drei Sichtweisen kombiniert und zu einem gewissen Ausgleich bringt. Und da profitieren die Gruppen sehr davon. Ansonsten ist die Dauer klar, sind die vorgeschriebenen 120 Stunden. Manchmal machen wir auch, wenn die Gruppe es wünscht, einen Tag mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass da unbedingt drauf zwanghaft geachtet wird. Aber es wird auch ergänzt, so die Selbsterfahrung, dass ihr die Dinge, die ihr da lernt, integrieren könnt in den Alltag durch Zwischenarbeiten, wie es in der Verhaltenstherapie halt üblich ist, wo es eben auch Zwischenarbeiten, ihr werdet später euren Klienten auch immer so ein paar Dinge mitgeben, die sie in der Zwischenzeit üben können, um das Erfahrene zu integrieren. Ja, Sandra, willst du noch was ergänzen? Ja, was Sie hier sehen, sind die Bilder von der Nettelbeckstraße. Das ist die offizielle erste Ambulanz des IVS auch gewesen in Nürnberg zur Zeit der japanischen Kirschblüte. Das ist nicht das ganze Jahr so blühend, es blüht jetzt was anderes. Das ist auch die immer noch die Ambulanz Römisch 1, aber dort findet ausschließlich die Selbsterfahrung jetzt statt, ist auch der Praxissitz von Tom. Und wir haben uns entschieden, aus vielerlei Gründen dort zu bleiben, aber auch unter anderem vorrangig, weil es ein recht stiller Ort ist und weil wir damit so ein bisschen, sage ich mal, so eine kleine Insel haben, wo wir uns eben auch ganz auf die Selbsterfahrungsteilnehmer konzentrieren können und in den Tagen, in denen wir die Gruppen geben, eben auch so ein bisschen rausgenommen sind aus dem Alltagstreiben des IVS hier in Fürth. Ne? Sie werden ja wahrscheinlich gleich auch eventuell noch die Führung mitmachen wollen. Das ist die Ambulanz Römisch 2 und einmal quer über den Hof drüber oder einmal ums Karree rum in der Rudolf-Breitscheid-Straße ist die IVS-Ambulanz Römisch 3. Vielleicht noch ergänzend zu der Vielfalt in der Selbsterfahrung, zu der du schon was gesagt hattest. Also wir versuchen es möglichst bunt zu gestalten, nicht nur hinsichtlich der Berufsgruppen, nicht nur hinsichtlich der Geschlechterverteilung, sondern auch hinsichtlich der Altersverteilung und finden, dass es viel Sinn macht, wenn ganz junge, mittelalte und auch etwas ältere oder reifere Teilnehmer dabei sind. Und besonders freuen wir uns, genauso wie in den Theoriekursen, wenn auch Teilnehmer aus verschiedenen, unterschiedlichen Kulturkreisen dabei sind. Das spiegelt ja auch die Vielfalt des Lebens wider und natürlich auch die Buntheit unseres Klientels. Zwei Dinge wollte ich noch sagen. Ja, an dieser Stelle, der Wolfram hat es jetzt noch nicht gesagt oder er hat es gesagt, als ich draußen war, dann sagt es mir gleich. In Ihrem Alter ist ja oft so Thema, oh, wie ist es mit Schwangerschaft und Kinderkriegen, hattest du schon gesagt, während der Ausbildung und natürlich auch während der Selbsterfahrung. Da möchte ich gleich sagen, und meine Kollegen werden das sicher bestätigen, dass das jetzt von Seiten des IVS kein Problem ist. Und warum ich das hier jetzt an dem Punkt sage, ist, es ist auch kein Problem, wenn jemand während der laufenden Selbsterfahrung schwanger wird, wenn das ein Selbsterfahrungstermin dann mit dem Entbindungstermin kollidiert, würden wir den Selbsterfahrungstermin verschieben und einfach hinten dran hängen. Ja? Unter Berücksichtigung der Stillzeit und möchte ich nur als Signal geben, also uns ist wichtig, so wie es der Tom auch schon gesagt hat, dass die Gruppen zusammenbleiben, ja, und dass wir die Selbsterfahrung eben auch geschlossen beenden. Ich glaube, das wär's. Jetzt sage ich noch ein Abschlusswort. Also auf die Selbsterfahrung dürft ihr euch wirklich freuen. Die Sandra und ich haben es so im deutschsprachigen Raum mit die größte Erfahrung mit Selbsterfahrung. Bei uns haben über 800 Leute die Selbsterfahrung schon gemacht, also seit Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes. Und wir begleiten das ja auch immer ein bisschen wissenschaftlich und nach unseren Messungen steigt bei dieser Form der Selbsterfahrung die Lebensqualität signifikant an. Das kann man sicher sagen. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache für euch und es bereichert eben die gesamte Beziehungsebene, nicht nur zu den Klienten, sondern auch zu Verwandten, Freunden, Partnern, Partnerinnen. Und wir wünschen euch viel Freude dafür. Also.
Vielen Dank. Eine Ergänzung noch, und zwar der Beginn der Selbsterfahrung ist nicht gebunden an den Beginn der Theorietermine oder Theoriekurse. Ja? Die Theoriekurse beginnen hier im April, beginnen im Oktober, beginnen nun auch im KJP-Bereich im Juli erstmals. Aber Sie können mit der Selbsterfahrung auch schon, wenn Sie jetzt vorhaben, beispielsweise erst nächstes Jahr im April mit der Ausbildung zu beginnen und aber schon im Sommer Ihren Studienabschluss haben, können Sie letztlich schon die Selbsterfahrung ein wenig vorziehen. Also Sie brauchen nicht bis April dann warten. Und das gilt natürlich jetzt auch für alle anderen Termine. Okay, danke. Ja, nächster Punkt, die Theorieseminare. Theorieseminare am IVS. Wir haben Dozenten, die vor allem aus der Praxis kommen. Es gibt schon auch ein paar Professoren, die bei uns als Dozenten tätig sind, aber das sind wirklich welche, die eine Praxis haben, die nicht nur an der Uni tätig waren und über Psychotherapie sprechen, sondern die können wirklich über ihre therapeutischen Erfahrungen sprechen. Und das ist ganz wichtig für uns, weil unsere Teilnehmer natürlich jetzt nicht, wenn sie kommen, vor allem wenn sie direkt von der Uni kommen, neue Theorieseminare wollen, sondern die wollen ja eigentlich, ich würde sagen, Trainingsseminare im besten Falle. Ja? Trainingsseminare heißt, dass natürlich auch Theorie vermittelt wird, aber das, was an Handlungswissen vermittelt wird, soll natürlich gleich umgesetzt werden, geübt werden. Darum geht's. Bezogen auf allgemeine Basisfertigkeiten, bezogen auch auf bestimmte Störungsbilder. Bekanntere Leute sind der Dirk Revensdorf, bei manchen ist er noch bekannt, bei manchen nicht mehr so. Er ist schon länger jetzt aus dem Geschäft raus. Er ist inzwischen um die 70, ja, und ein sehr erfahrener Dozent, den alle sehr schätzen, Burkhard Beter, ein Hypnotherapeut, Georg Pieper, einer der ersten Traumatherapeuten in Deutschland, die sehr früh sich mit Patienten beschäftigt haben, die bei Großschadensunfällen traumatisiert wurden, in Borken zum Beispiel. Das ist ein Ereignis, was Sie vielleicht nur so vom Hörensagen kennen. Die letzten Ereignisse in Deutschland waren das Unglück von Eschede zum Beispiel, wo er auch mitgearbeitet hat. Da habe ich auch mehr mit ihm zu tun bekommen und habe ihn dann auch als Dozenten gewinnen können für uns. Theorieinhalte, ja, EMDR, da kommt gleich das Richtige zum Thema. Georg Pieper ist auch an der EMDR-Zusatzqualifikation mit beteiligt. EMDR ist ein sehr junges Verfahren in der Psychotherapie, das inzwischen eines der bestbeforschtesten Techniken ist, das in der Traumatherapie einsetzbar ist. Inzwischen hat der wissenschaftliche Ausschuss auch diese Technik anerkannt, dass sie auch eingesetzt werden kann. Es gibt keine eigene Abrechnungsziffer. Aber Sie können diese Fachkunde erwerben im Rahmen auch zum Teil der Theorieausbildung bei uns. Sie müssen noch ein paar zusätzliche Dinge machen, natürlich praktische Anwendungen des EMDR, aber die Theorie kriegen Sie zum großen Teil in der Theorie im Curriculum. Fachkunde für Hypnose können Sie die Grundlagen erwerben, also 16 Stunden. Die übenden Verfahren, Entspannungsverfahren des PMR, ist natürlich ein Standardverfahren für die Verhaltenstherapeuten. Das ist natürlich vollständig im Curriculum integriert. Oder auch der Theoriebaustein für die Gruppenpsychotherapie ist auch mit ein Teil im Curriculum. Das müssen Sie nicht zusätzlich belegen. Es ist ein Teil der 600 Stunden. Was auch noch bei uns möglich ist, ist die Zusatzqualifikation oder Ergänzungsqualifikation für die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Das ist jetzt was, was nur die Erwachsenentherapeuten betrifft. Es sind ja jetzt sicherlich auch Pädagogen, Sozialpädagogen hier und Lehrer, die die Kinder- und Jugendlichentherapieausbildung machen wollen. Die haben sowieso am Schluss die Abrechnung für Kinder und Jugendliche, aber nicht für Erwachsene. Für die Erwachsenentherapeuten ist es so, dass die durch zusätzliche Seminare, 200 zusätzliche Stunden, diese Qualifikation erwerben können, ergänzend, und davon sind 50 Stunden auch anrechenbar aus der Erwachsenenausbildung, aus der Theorieausbildung. Die Anzahl der Dozenten, ja, schrecklich. Als ich die Grafik gesehen habe, habe ich gedacht, Wahnsinn, 336 Dozenten haben wir angeblich jetzt 2014 gehabt. Das ist natürlich ein bisschen verzerrt. Also das wäre so ein Verhältnis von 1:1, ja, Dozent-Ausbildungskandidat. Wir haben sehr viele Dozenten immer wieder durch die Fachtagungen dazugewonnen. Die kommen nur einmal, die kommen von weit her.
ja, halten bei uns einen Vortrag und kommen dann oft nie mehr wieder. Die sind da alle mit da drin. Oder die Dozenten, die auch für die Fortbildungen zuständig sind. Nicht nur für die IVS-Ausbildung. Insofern ist die Zahl etwas irreführend. So viele Stammdozenten haben wir nicht. So schaut es aus im Seminar. Die Theorieseminare sind integrativ konzipiert. Das heißt, wir haben in der VT-Theorie natürlich auch Bausteine, bei denen Sie über den Tellerrand schauen, Imaginationstechniken. Manche sagen, es ist eh ein Teil der Verhaltenstherapie. Manche sagen, die Verhaltenstherapie ist natürlich so frech und vereinnahmt alles, was gut wirksam ist. Dazu gehören die Imaginationstechniken, die hypnotherapeutischen Techniken natürlich auch. Provokative Therapie, auch eine sehr, ja, elegante Form, wenn man es kann. Man muss sehr gut mit Patienten arbeiten können, sehr gut Beziehungsgestaltung beherrschen, damit man dann mit diesen Techniken arbeiten kann. Systemische Therapie ist ja inzwischen auch ein Verfahren, das vom Wissenschaftlichen Ausschuss anerkannt wird, wurde allerdings noch nicht als eigenständiges Verfahren für die Ausbildung. Die psychoanalytischen Grundlagen werden Sie natürlich kennenlernen, Psychodrama eventuell, wenn Sie sich das aussuchen, körpertherapeutische Verfahren. Die Gesprächspsychotherapie, ein wichtiger Punkt, wenn es um Gesprächsführung geht, dazu werden Sie auch ein Seminar besuchen. Und natürlich, wie gesagt, schon EMDR, Schematherapie, Paartherapie, das sind so die Dinge, die unser Ausbildungskonzept zusätzlich, sagen wir, beschreiben, als besonders beschreiben. Ja, hier nochmal ein Beispiel von so einem Seminar. Hier sitzen jetzt relativ viele Männer drin. Ich glaube, das ist ein Hypnotherapiekurs, ein Fortbildungskurs. Aber ja, so 10-20% Männer sind immer in den Gruppen. Wir haben kleine Ausbildungsgruppen, 10 bis 16 ist so der Schnitt. Wir fangen am Anfang allerdings in der Regel mit 18 an, wenn die Nachfrage so groß ist. Sobald es die Nachfrage größer wird, dann machen wir zwei kleine, gemütlichere Gruppen. Das ist so unser Ziel. So könnte optimal eine Gruppe zusammenarbeiten, maximal 16 Leute. Es gibt immer umfangreiche Arbeitspapiere und das Training, ich habe schon von Trainingsseminaren gesprochen, findet aufgrund eines Verfahrens statt, das nennt sich Microteaching. Die Lehrer haben es vielleicht schon mal kennengelernt im Rahmen ihrer Ausbildung. Ich habe auch mal ein Semester Lehramt studiert, ich habe das dort kennengelernt und habe es dann, als ich an der Uni gearbeitet habe, bei den Psychologen als Assistent, habe es dann in die Lehre mit übertragen. Microteaching heißt, es werden ganz kleine Einheiten mit Videofeedback trainiert, kleine Einheiten therapeutischer Fertigkeiten. Das haben wir damals in der Lehrerausbildung, wir haben halt Unterricht gehalten, so eine Viertelstunde, und dann haben wir uns hinterher angeguckt, wie hat es denn jetzt so gewirkt und was kann man da besser machen. Das ist ein sehr gutes Verfahren. Die interdisziplinäre Sicht der Thematiken natürlich, die findet auch in den Theorieseminaren statt. Wir haben da natürlich auch als Ärzte, als Dozenten und die Pädagogen in der Kinder- und Jugendlichenausbildung natürlich sowieso. Sie dürfen, wenn Sie innerhalb Ihres eigenen Kurses mindestens 90% der Kurse besuchen, dürfen Sie zusätzlich auch noch kostenlos andere Seminare besuchen. Wir unterstützen alle die, die mehr lernen wollen, mehr wissen wollen. Sie können die dann buchen und müssen die nicht extra zahlen. Sie können also durchaus mehr als 700 Stunden besuchen. Allerdings müssen Sie in Ihrem Kurs 90% anwesend sein. Das ist wichtig. 10% dürfen Sie kostenlos nachholen von Ihrem eigenen Kurs. Die Wochenendseminare finden selten am Freitag, Samstag statt. Wenn sie Freitag stattfinden, dann erst am Nachmittag und dann gibt es einen Tag, der noch bis in den Abend reinführt und einen langen Samstag. Das ist aber selten. Manche Dozenten, die wir auch behalten wollen, die wollen einen freien Sonntag haben. Und deshalb gibt es manchmal diese Version. Ansonsten sind die Seminare nur samstags, sonntags. Ja, wir haben insgesamt 7 Seminarräume. Sie haben schon einige gesehen jetzt hier auf den Bildern, um das so optimal koordinieren zu können, diese Ausbildungen, die hier stattfinden. Das sind ja 2, die Kinder- und Jugendlichentherapie und die Erwachsenentherapie. Wir halten die bayerischen Schulferien von der Theorie frei.
Das heißt, Sie können Ihre Urlaubsplanung so gestalten, dass Sie sagen, okay, in den Schulferien kann ich wegfahren. Manchmal ist es das erste oder das letzte Wochenende, das kann wohl sein, von den Ferien, wo vielleicht nochmal ein Seminar stattfindet, wenn es eng wird. Aber die Regel ist, dass die Schulferien frei sind. Planen tun die Seminare Frau Götz für den Erwachsenenbereich, für den Kinderbereich die Frau Winter. Manche haben vielleicht schon telefoniert oder gemailt mit den beiden Damen. Die sind sehr freundlich und hilfsbereit und unterstützend. Also wir sind froh, dass wir sie haben. Die nehmen uns da wirklich sehr viel ab, was wir selber nicht schaffen würden. Kooperationsverträge mit Kliniken weit über Bayern hinaus. Das heißt also, wenn Sie Ihren Lebensmittelpunkt nicht hier haben, können Sie auch woanders. Schauen Sie mal, das ist unsere Landkarte, die hängt da drüben auch nochmal, wo wir überall Kooperationen haben, also bis nach Lübeck hoch. Und wahrscheinlich ist sie noch gar nicht mehr aktuell, wahrscheinlich gibt es schon mehr. Das heißt, also sollte jemand während der Ausbildung auch mal woanders hin müssen, weil er sich in Donaueschingen verliebt hat, dann gibt es auch in Donaueschingen eine Klinik und vielleicht sogar auch eine Kooperationspraxis. Also, sodass es möglich ist, wer am IVS bleiben will und sagt, ich möchte die Theorie am IVS weiter besuchen, darf er das dann da machen. Das ist auch realisierbar. Ich habe jetzt eine Ausbildungskandidatin, die hat das von Braunschweig aus gemacht. Das ist wirklich eine ganz schöne Strecke. Die hat hier immer regelmäßig ihre Theorie besucht, aber alles eigentlich an ihrem Lebensmittelpunkt gemacht. Ja, das sind die Anzahl der Kooperationen. Das finde ich also jetzt wirklich realistisch, diese Steigerung. Das macht wirklich auch eine Aussage. Bis 2014 hatten wir 176 Kooperationskliniken. Das sind natürlich die Kliniken für die Psychiatriezeit und für die Psychosomatikzeit gemeint. Ja, die sind da alle zusammengefasst. Ja. Wenn Sie Wunschkliniken haben, wenn Sie sagen, ja, ich auf der Liste bei euch steht jetzt meine Klinik, wo ich mal Praktikum gemacht habe, nicht drauf, dann machen wir auch mit denen natürlich einen Vertrag, wenn die bereit sind, auch teilweise auch nur für diesen Ausbildungskandidaten, weil die sagen, ja, wir wollen uns nicht so verbindlich mit euch verbinden, aber für diese Kandidatin machen wir eine Kooperation. Ja. Wenn Sie Ausbildungsassistenzen für die praktische Tätigkeiten suchen, dann ist das auch möglich. Dann können Sie auch da schon zum Teil Geld verdienen. In niedergelassenen, bei niedergelassenen Kollegen in Ihren Praxen. Wie fängt es an? Zum Einstieg. Ich habe schon gesagt, wir versuchen das immer wieder zu reinvestieren in die Ausbildung, was wir an Gewinnen machen. Also jeder Ausbildungskandidat kriegt am Anfang zur Ausbildung schon mal ein wichtiges Buch. Die Erwachsenentherapeuten, den Übungsleitfaden Verhaltenstherapie, bei dem sie sehr gut strukturiert durchgeführt werden durch den Behandlungsablauf. Bei den Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten ist es ein Übersichtsband zu den verschiedenen Störungsbildern, die es gibt im Kinder- und Jugendbereich. Wir haben bei der Patientenbehandlung, also wir sind jetzt bei der praktischen Ausbildung, zwei große Ambulanzen in Fürth. So schaut es da aus. Sie können es nachher nochmal anschauen. Mit 16 Therapieräumen, 7 Seminarräume und es gibt einen Online-Raumbelegungskalender. Also wer es hier macht, der kann immer von zu Hause aus hier einen Raum buchen oder auch stornieren, wenn der Patient abgesagt hat. Das ist sehr praktisch, diese Neuerung. Wir hatten früher so einen physikalischen Kalender, wo man dann rumratieren musste. Das ist natürlich heute alles eine bessere Technik. Und das sind die Standorte der kooperierenden Lehrpraxen. Auch da gibt es eine Grafik, die schaut so aus. Ja, also da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Da gibt es ein paar Jahre, da war unsere Dokumentation noch nicht so gut. Wie gesagt, Qualitätssicherung haben wir später eingeführt. Da wissen wir nichts drüber, über 2001, 2002, das ist so dunkles Land. Aber dann sehen Sie die Steigerung von 5 auf 36 bis 2004 und dann geht es so weiter. Also es wird sich für jeden wahrscheinlich eine Stelle finden in der praktischen Tätigkeit und in der praktischen Ausbildung auch. Auch wenn er nicht hier im Zentrum der Metropolregion lebt.
die Lehrpraxen, wie gesagt, also hier in der Umgebung, Bamberg, Bayreuth. Wer jetzt in Erlangen wohnt zum Beispiel, der muss nicht hier in die Ambulanz, der kann auch schon in Erlangen sich eine Lehrpraxis suchen. Wobei wir natürlich sagen, die Anbindung an Erlangen ist so gut, dass es sich vielleicht lohnen würde, weil hier doch für alles gesorgt ist. Hier haben Sie die Fachbibliothek, ja, mit Therapiemanualen, hier haben Sie die ganzen Tests, Sie sind hier gut ausgestattet. Sie haben die Aufnahmegeräte, die Videoaufnahmegeräte und alles. Also das ist leichter. In der kooperierenden Praxis muss man dann schon vielleicht mal auch drum kämpfen, dass eine Videokamera angeschafft wird. Ja, Sie lernen auch persönlich umzugehen mit dem Abrechnungsprogramm. Das ist ein Abrechnungsprogramm, das Sie vielleicht dann auch später verwenden, wenn Sie sich niederlassen in der Praxis. Das ist auch wichtig, dass Sie das lernen. Bei manchen Instituten wird es vom Büro aus gemacht. Sie lernen es persönlich und können es dann auch, wenn Sie irgendwann selbstständig tätig werden. Das ist nicht unbedingt so einfach. Das ist gut, sich damit befasst zu haben im Rahmen der Ausbildung. Und daraus ergibt sich natürlich auch die Vergütung von etwa 24.000 Euro bei 600 Behandlungsstunden. Wenn Sie mehr machen, Sie dürfen auch mehr machen. Wer sagt, ach ja, ich kann das Geld brauchen, darf natürlich auch mehr Patienten behandeln. Andere sagen, nee, ich möchte wirklich möglichst punktgenau bei 600 dann fertig sein. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen ab, ob die Patienten dann auch wirklich zu Ende behandelt sind. Also das geht nicht immer so gut auf. Natürlich wollen die Patienten auch zu Ende behandelt werden. Und die Kassen zahlen das dann auch. Also die Kassen sagen, okay, wir zahlen auf jeden Fall pro Ausbildungskandidat etwa 20% mehr an Stunden. Und das reicht also immer aus für die anderen, dass die auch dann mehr arbeiten können, die mehr arbeiten wollen. Ja, wir haben inzwischen eine sehr zeitnahe Auszahlung, weil wir direkt mit den Kassen abrechnen. Wir rechnen nicht mehr über die Kassenärztliche Vereinigung ab, wie das früher war. Also wir niedergelassenen Psychotherapeuten, ich mit meiner Praxis, ich kriege mein Geld immer erst ein halbes Jahr später, das ich erarbeitet habe. Hier ist es so, dass nach dem Quartal die Abrechnung eingereicht wird und im Moment ist es so, dass etwa 4 bis 6 Wochen später dann auch das Geld an die Ausbildungskandidaten ausgezahlt werden kann. So zügig arbeitet inzwischen unser Abrechnungsbüro zusammen mit diesen Kassen. Das ist vor allem die Frau Bayer, die Frau Sammers für die Kinder- und Jugendlichenambulanz, die Frau Herbst und die Simone Fabian, die im Moment aber in Kinderzeit sich befindet. Sagt man das so? Kinderzeit? Elternzeit, ja, genau. Ja. Zur Supervision, die ist natürlich auch wichtig in der praktischen Ausbildung. Sie brauchen Supervisoren. Wir haben da auch eine große Zahl, die Sie sich auswählen können vor Ort. In den Supervisionsgruppen, Gruppensupervision, sollen maximal 4 Teilnehmer sein. Die Gruppensupervision kann bis zu 100 Stunden betragen oder auch mehr. Also Sie müssen insgesamt 150 Stunden machen, davon 50 Stunden Einzelsupervision. Wir erkennen auch die Supervisoren der anderen VT-Institute an, die staatlich anerkannt sind natürlich. Wir sind da jetzt nicht so, haben keine Abgrenzungspolitik. Also wenn Sie jemanden kennen, einen Supervisor vom anderen Institut und sagen, ja, den finde ich gut, dann hat der von uns auch die Legitimation. Für 2015 haben wir eine Fortbildung geplant gehabt, die ist auch jetzt schon auf den Weg gebracht, finden Sie auch schon auf der Homepage. Also das ist jetzt interessant für die, die abschließen, die auch nach ihrer Ausbildung, nach der Approbation sich noch ein bisschen weiterentwickeln wollen und sagen, ach ja, ich möchte vielleicht Dozent werden, vielleicht Supervisor werden. Für die bieten wir dann auch noch weitere Möglichkeiten, vielleicht auch am IVS dann als Dozent irgendwann mal einzusteigen. Die stabilen monatlichen Beiträge, das habe ich schon gesagt, die Ausbildungskosten. Wir haben 3 gestufte Kostenmodelle. Um den finanziellen Einstieg für manche zu erleichtern, die sagen, ich kann das nicht von Anfang an zahlen, diesen monatlichen Betrag. Da gehen wir in Vorleistung und sagen, okay, wir finanzieren erstmal die Theorieseminare für dich und du zahlst es halt zurück, wenn du dann Patienten behandelst, wenn du dann mehr verdienst. Natürlich bezahlen wir auch die Betriebshaftpflichtversicherung über die Ausbildungszeit, auch eine Berufshaftpflichtversicherung für die praktische Ausbildung. Da ist es ja wichtig, dass Sie abgesichert sind in der Patientenbehandlung. Wenn irgendeinem Patienten ein Schaden geschieht, dann sind Sie und der Supervisor verantwortlich und dann geht es halt darum, im Ernstfall, wir hatten den jetzt so noch nicht, diese Versicherungen sind ja immer so für den allerletzten Notfall, dass die dann eintreten, wenn ein Patient wirklich auf Schadensersatz klagt.
Wir hatten so einen Fall noch nicht, aber für diese Notfälle sind sie abgesichert. Vergünstigungen durch Studierendenausweise, ja, die drucken wir und geben wir aus. Es funktioniert. Sie sind eigentlich offiziell keine Studierenden mehr, sie sind Auszubildende, aber es ist irgendwie komisch, ein Akademiker, der ein Auszubildender ist. Und wir haben gesagt, okay, wir drucken zu Studierendenausweise und in Verbindung mit dem Personalausweis kriegen Sie dann die Verbilligungen bei den kulturellen Veranstaltungen. Und wer BAföG berechtigt ist, kriegt auch BAföG. Es gibt auch Vergünstigungen für die VGN-Karten und ähnliches. Ja, die Kosten. Jetzt geht's ganz konkret um die Kosten. Die unterscheiden sich ein bisschen in der dreijährigen und fünfjährigen Ausbildung. Die dreijährige Ausbildung muss natürlich ein bisschen zügiger verwaltet werden. Da müssen manche Entscheidungen schneller getroffen werden. Deshalb ist das hier ein bisschen mehr, ja, bei den Grundkosten. Der Unterschied ist nicht groß und dann sind die Kosten eigentlich gleich. Die Selbsterfahrung ist gleich, das sind 2760 Euro insgesamt für diese 6 Wochenenden, die stattfinden, oder für die 6 mal 20 Stunden, finden nicht immer am Wochenende statt. Dann haben wir 50 Stunden Einzelsupervision, von denen habe ich schon gesprochen, hier an der Stelle. Das sind dann insgesamt 4350 Euro. Und die 100 Stunden Gruppensupervision von 2800 Euro. Das sind diese Beträge, die zusammenkommen. Wir haben auch eine Prüfungsgebühr am Schluss, weil wir auch die Prüfer bezahlen müssen. Das sind 580 Euro, das ist nochmal ein großer Betrag. Die Prüfer werden, weil sie ja Verdienstausfall haben an diesem Tag, und dann würden die das nicht machen. Deshalb müssen wir die irgendwie honorieren. Daraus entstehen Gesamtkosten von in einem Fall 19.130 und 18.890. Also grob gerechnet können Sie sagen 19.000 Euro. Und wie schon gesagt, aus den Patientenbehandlungen werden Sie, wenn Sie die 600 Stunden Patientenbehandlungen machen, die vorgeschrieben sind, auf jeden Fall 24.000 Euro verdienen. Das ist schon mal klar. Wenn Sie mehr machen, kann es auch mehr sein. Bis zu 32.000 Euro sind da möglich. Es haben auch schon Ausbildungskandidaten auch übertroffen. Warum? Weil die zum Beispiel Privatpatienten behandelt haben, viele, ja, die jetzt nicht in dieses Kontingent fallen. Das machen die einfach zusätzlich. Ja. Das heißt, sie können hier in der Ambulanz, in diesem Rahmen, durchaus mehr verdienen, als jetzt hier der Minimalbetrag, wie er hier ausgezeichnet ist, aussagt. Es gibt also einen Überschuss, der ist jetzt grün, ist vielleicht nicht so gut zu lesen, weiß ich, wie das optisch ist, von 4.800 oder 12.000 Euro. In diesem Range bewegt sich das. Das ist natürlich jetzt ein bisschen so, ja, beschönigend, weil Sie müssen ja auch von was leben. Sie haben zwar jetzt die Ausbildung bezahlt, aber von 4.870 Euro können Sie jetzt nicht 3 Jahre leben. Logisch, das reicht nicht aus. Das heißt, Sie müssen irgendeine Möglichkeit finden. Entweder Sie haben Ressourcen oder, was ich jetzt neuerdings gehört habe, es gibt immer mehr schon, die zumindest Hartz-IV-Satz bekommen. Also man kann, wenn man die nötigen Voraussetzungen hat, auch Hartz-IV beantragen, also dieses Arbeitslosengeld II. Die Arbeitsämter entscheiden da noch nicht einheitlich, aber es gibt Fälle und es gibt auch schon eine Klage, die da erfolgreich war. Das ist sehr interessant, finde ich. Und wer irgendwann mal in die Situation kommt, wo er sagt, okay, das wäre für mich ein Thema, dann bitte sich an mich wenden. Ich habe da die Infos dazu und dann lässt sich das sicherlich auch irgendwie hinkriegen. Das betrifft sicherlich nicht alle. Sie wissen wahrscheinlich, wenn man irgendwie über 4.000 Euro irgendwie Vermögen hat, dann geht es, glaube ich, gar nicht mit dem Hartz IV. Also es geht nur für bestimmte Fälle. Ja, die Abschlussprüfung. Es gibt eine Fachbibliothek, mit der Sie sich vorbereiten können. Es gibt Ordner, wo die Fälle dokumentiert sind. Das Gleiche gilt natürlich auch immer für die KJB-Ausbildung. Ja, und ein Prüfungsvorbereitungsseminar gibt es auch seit einigen Jahren. Das ist jetzt nicht kostenlos, das muss man schon bezahlen. Es ist ein sehr anspruchsvolles Seminar. Es geht über wie viele Tage? 4 Tage. Ja, da bist du mehr involviert. Vielleicht kannst du was dazu sagen, ja. Andreas?
sage ich euch was zur Prüfung. Es gibt jetzt mittlerweile zwei Bücher dazu, die man als Vorbereitung nutzen kann. Repetitorien und das Prüfungsvorbereitungsseminar haben wir deswegen nicht mit ins Curriculum eingebaut, weil letztendlich ja das Inhalte sind, die ihr in den Jahren, in den Kursen zuvor auch gehört habt. Und es wäre dann gerade bei der Menge, was wir an Theoriestunden euch ja anbieten wollen, auch vom Inhalt, dann würde wieder zwei Wochenenden wegfallen. Deswegen sind die also extra, wie es gerade geheißen hat. Und dieses Seminar geht noch einher mit einem richtigen Skript. Die Prüfung besteht ja aus zwei Teilen, aus einer mündlichen Prüfung und aus einer schriftlichen Prüfung. Und diese schriftliche Prüfung, das ist eine Multiple-Choice-Prüfung. Und das Prüfungsvorbereitungsseminar bereitet vor allem auf diese Multiple-Choice-Prüfung vor. Die haben ja so bestimmte logische Stichwörter drin. Und dass man dann vorbereitet ist für diese Multiple-Choice-Fragen, ungefähr zu wissen, wie man rangehen muss. Es sind in der Prüfung schriftlich relativ wenig offene Fragen, vielleicht zu 10%, also die meisten Fragen sind Multiple-Choice. Und die andere Prüfung ist dann die Fallprüfung im Richtlinienverfahren Verhaltenstherapie. Da stellt man zwei Behandlungsfälle vor, hat eine Prüfungskommission mit vier Prüfern und hat nochmal im Anschluss eine Gruppenprüfung, wo man mit vier, ich glaube, sitzt da und dann stellen die vier Prüfer beliebige Fragen zum verhaltenstherapeutischen Arbeiten, was würden Sie da machen, wie sehen Sie das, folgender Fall und so weiter. Ne? Die sind getrennt, die Prüfungen PP und KJP und Prüfungsvorbereitungsseminar, da ist mehr oder weniger gleich. Also die schriftliche Prüfung von KJP zu PP unterscheidet sich ganz, ganz gering, vielleicht zu 5% von den Fragen. Und uns kommt jetzt zugute, dass wir ja jetzt eine relativ integrative Ausbildung durchführen und das bedeutet, dass in der Prüfung auch andere Therapieverfahren Gegenstand sind. Also, das heißt in unserem Fall tiefenpsychologisch fundierte und psychoanalytische Verfahren. Und die muss man in der schriftlichen Prüfung auch wissen. Und es kommt dann dem zugute. Ich sage vielleicht in dem Zusammenhang jetzt meine KJP-Ergänzungen. Wie viel sind denn für KJP? P, Pädagogen, wie viel Teil ihr? Toll. Ja, gut, dass ich da bin. KJP. Wenn man Psychologe ist, hat man beide Möglichkeiten. Wenn man Pädagoge ist, hat man aus historischen Gründen nur die Möglichkeit, KJP zu machen. Das hängt mit dem ehemaligen analytischen Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten zusammen. Das ist wirklich historisch. Ich habe jetzt nie verstanden, warum der Psychologe beides behandeln darf und der Pädagoge nur das, die kleinen Menschen. Keine Ahnung. Denn die Arbeit im KJP-Bereich ist letztendlich doch, das muss man einfach sagen, das sage ich jetzt nicht, weil ich die KJP jetzt von der Ausbildung her vertrete, wesentlich komplexer, weil man immer mit Schule, mit Lehrer, mit Klassen, mit Familien, mit Geschwistern, mit Großeltern, also man hat immer mit großen Systemen zu tun. Und eigentlich ist man da wesentlich mehr gefordert. Wir müssen infolgedessen diese 600 Theoriestunden wirklich sehr stringent durchführen, auch verbunden damit, dass es meistens mehr sind als 600 Theoriestunden. Die Summe, die zur Verfügung steht, sind ungefähr 900. Aber wir wählen dann immer was aus, fällt mal was weg, weil es doch ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Wenn ein Psychologe sagt, ich möchte KJPler werden, dann macht er das einfach aus dem Grund, dass er natürlich sagen kann, das, was ich jetzt im KJP-Bereich lerne, ist wesentlich vertiefend. Ich habe es ja schon gesagt, die Menge an Inhalten ist riesig in dem KJP-Bereich und die Psychologen, die Kurse Theorie PP machen und dann die Ergänzungsqualifikation machen,
haben natürlich nicht so ein vertieftes Wissen, wie wenn ich 600 bis 700 Stunden rein auf KJP mache und lerne. Also das ist schon nochmal ein großer Unterschied. Zur praktischen Tätigkeit KJP möchte ich sagen, dass ihr genauso, das trifft genauso zu, was jetzt hier, da ist KJP und EB miteinander gemischt. Also das ist genauso verteilt in Süddeutschland und auch in anderen Orten. Die praktische Tätigkeit KJP macht man in der Klinik, einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das ist tatsächlich ein Nadelöhr. Deshalb ist es im KJP-Bereich so, dass ihr nur 600 Stunden in der Klinik machen müsst. Den anderen Teil macht man in den Praxen eines Kinder- und Jugendpsychiaters und in der Praxis eines Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten oder eines Psychologen, der eben Kinder und Jugendliche behandelt. Zu den Theorieseminaren noch die Ergänzung, dass eben KJP, ihr habt es vorhin im PP-Bereich gesehen, da geht viel rein mit der Familientherapie, da geht viel rein mit der systemischen Therapie und da geht viel rein mit der Spieltherapie neben den Grundlagen der Verhaltenstherapie. Das liegt einfach in der Natur der Sache, das wollte ich dann nochmal sagen, weil man eben mit so komplexen Systemen arbeitet. Ja, wenn ihr jetzt so viele KJPler Interessenten seid, dann fragt doch gleich mal. Ich sage euch was zum Master allgemein. Es gibt leider keinen expliziten Master, der auf die KJP vorbereitet. Es gibt an der Fachhochschule, ne, also Hochschule in Mittweida, das ist in Sachsen, sowas. Es gibt manchmal die Bemühungen, dass der ein oder andere Professor an einer Hochschule, der Psychologe ist, vielleicht da Schwerpunkte setzt. Sodass wir leider die Situation haben, ihr müsst einfach einen Master machen. Sinn, egal, ja, es ist so blöd. Egal, nee, weil die Logik wäre ja, eigentlich möchte ich was machen, ja, was schon nützt. Aber worauf könnt ihr achten, wenn ihr einen Master macht, falls jetzt das auch noch andere betrifft, wenn es schon gelaufen ist, dann ist es schon gelaufen. Aber schaut, dass ihr einen Master machen könnt, der von der praktischen Tätigkeit her, vom Praktikum im Rahmen des Masters, euch gleich die Möglichkeit gibt, das zu machen in einer Praxis oder einer Kinderpsychiatrie, dass ihr da schon den Einstieg habt und schaut, dass ihr, wenn es eine große Hochschule ist, irgendeine Möglichkeit habt, wo ihr so Veranstaltungen wie Entwicklungspsychologie, Entwicklungspsychopathologie, klinische Anteile, auch wenn es klinische Sozialarbeit heißt, Beratung, also einfach was in diese Richtung geht. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, das an einer Uni zu machen, das betrifft zum Beispiel, wenn jemand Lehrer ist, dann ist er in der Regel ja an einer Universität, dass ihr dann irgendwas machen könnt, eine Hauptvorlesung, einen Schein zu erwerben in Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ne? Die Unis sind ja jetzt erstmal frei, es gibt ja Gasthörerschaften und in diesem Fall habt ihr bessere Möglichkeit, erstens in die Ausbildung konkret einzusteigen und schneller reinzukommen und zweitens auch höhere Chancen mit solchen Inhalten und Zeugnisinhalten eine Stelle in einer Klinik oder Praxis zu bekommen. Bringen wir es auf den Punkt, es muss ein Master sein, konsekutiv, in Pädagogik oder sozialer Arbeit oder Sozialpädagogik konsekutiv. Okay. Na, und ihr müsst aufpassen, dass es jetzt kein Master ist, der am besten heißt Betriebsmanagement. Ja. So, ne, dass er jetzt in eine völlig andere Richtung geht, ja, dann kann es wieder Probleme mit der Aufsichtsbehörde geben. Sie haben ja die Ausbildungskosten schon mal als Abzüge. Also diese, das geht schon mal weg. Und da liegen Sie eigentlich unter dem Existenzminimum erstmal mit den Einkünften. Also bis Sie da Steuern bezahlen, das dauert. Also ja, also das wird dann natürlich auf den Hartz-IV-Satz angerechnet, aber
klar, das kriegen Sie dann abgezogen, was Sie hier einnehmen. Sie kriegen das bar ausgezahlt von uns, von Abrechnungsbüro. Sie müssen es natürlich irgendwie versteuern. Wenn Sie jetzt noch andere Einkünfte haben, manche haben irgendwie Mietshäuser, Aktien oder was auch immer und haben da irgendwelche Einkünfte, dann müssen Sie das zusammen mit diesen Einkünften natürlich versteuern. Und dann können Steuern anfallen. Nein. Es ist ein Praktikum und es versteht sich als Praktikumsvergütung. Sie sind auch da. Es ist auch sozialversicherungsfrei. Danke, Sandra. Von daher kommen keine Kosten auf Sie zu. Also keine Arbeitslosenversicherung, keine Rentenversicherung, keine, was zahlt man denn noch? Krankenversicherung. Ja, klar. Und was halt bleibt, ist die Steuer, aber das hängt von ihren sonstigen Einnahmen ab. Ja? Wenn Sie unter einem bestimmten Satz bleiben, zahlen Sie gar keine Steuern. Noch eine Frage zu den Kosten. Ich wollte es nicht so schnell übergehen, wenn es noch andere Fragen gibt. Die Frage war, ich sage es, weil wir jetzt die gehört haben, aber die ist auch grundsätzlich, kann man, wenn man vor dieser Ausbildung schon Dinge erworben hat, kann man die mit einrechnen? Und das geht nicht einmal für die Psychologen, geht aber auch nicht für die Grundschulpädagogen. Man muss praktisch da schon alles neu machen. Ich bin öfters damit konfrontiert, dass jemand eine Fortbildung gemacht hat über systemische Therapie oder systemische Beratung. Das geht nicht, aber es ist jetzt auch gar nicht so gesagt, es geht nicht, weil wir das nicht wollen, sondern weil es formal so erforderlich ist, weil ja die ganze Ausbildung wirklich endet mit Staatsexamen und Approbation. Und wenn wir dann nicht das anbieten, was wir verpflichtet sind anzubieten, und jemand fällt durch die Prüfung durch, dann hätten wir und der ein Problem. Und man sagt, ja, ich habe ja nur 500 Stunden gekriegt, ich habe zwar mal, aber würde dann keinen interessieren. Also das hat der Form auch nicht. Und eine Altersbegrenzung gibt es nicht? Nein, in keiner Richtung. Also die ist halt nach unten, aber die Menschen werden immer mehr. Nach oben gibt es keine. Sie können gerne auch Fragen zur Selbsterfahrung stellen, wenn Sie da welche haben. Oder? Unwesentlich sage ich deshalb, weil wenn Sie diese KJP-Ergänzungsqualifikation machen, dann müssen Sie nochmal Behandlungsstunden machen mit 180. Und dann haben Sie wieder mehr Möglichkeiten, also zu den 600 bis 700 dürfen Sie nochmal 200 dazu nehmen. Das heißt, letztendlich müssen Sie zwar dann die Kinder behandeln, auch Supervision machen, aber unterm Strich bleibt sogar mehr übrig. Ja? Also kommen 180 in praktische Stunden? Behandlungsstunden und Supervision muss man machen. Wie viele Stunden Supervision? Nach jeder Viertelstunde ist also immer Supervision geregelt. Wenn Sie die Möglichkeit haben oder schon in einer klinischen Stelle haben und was weiß ich, was am nächsten, ne? Dann kann man den Vertrag schon so datieren, dass das Bestandteil der Ausbildung ist. Gut, dass Sie es gefragt haben, dann ist es nochmal klar geworden. Ne? Also, was jetzt die praktische Tätigkeit angeht, und das andere ist vorhin schon angeklungen, würde jetzt die Selbsterfahrung im Juli beginnen beispielsweise, dann beginnt sie im Juli und die Theorieseminare im Oktober und dann ist das auch schon ein Bestandteil der Ausbildung. Können also schon mit einigen Dingen anfangen direkt dann. Nee, dann bewerben Sie sich mit dem, also der Master besteht ja in der Regel aus diesem, ja, Sie wissen, wie der Master ist, ne? Aber am Ende macht man ja die Masterarbeit. Und dadurch haben Sie ja schon Nachweise, und die reichen Sie halt schon ein. Sie lassen sich dann so ein vorläufiges Zeugnis geben. Aber es ist in der Tat so, die Ausbildung kann vertraglich natürlich erst zustande kommen, wenn die Voraussetzungen da sind. Dafür ist das mit dem Master erforderlich, aber das wäre ja möglich, dass man dann eben auch drin. Aber beim Vorgespräch können Sie auch individuelle Fragen gut klären, Einzelheiten da. Das kostet Sie nichts und ist sehr informativ. Ja. Also das ist die eine Sache, würde ich auch sagen, individuelles Vorgespräch, um solche Fragen zu klären. Die andere Sache ist die,
Sie schaffen uns natürlich ein Problem, wenn Sie kurz vor Beginn der Ausbildung dann noch dazukommen und wenn das dann mehrere sind und wir sagen, ja, jetzt müssten wir zwei Kurse organisieren. Das ist kurz vor Beginn der Ausbildung schwierig, aber wir möchten eigentlich niemandem absagen müssen. Deshalb haben wir diese Politik, dass wir sagen, wir planen erstmal einen Kurs und wenn dann die Nachfrage groß ist, machen wir zwei kleine draus. Und das möchten wir möglichst früh entscheiden, weil wir ja die Dozenten informieren müssen und gewinnen müssen für diese Termine, damit der zweite Kurs stattfinden kann. Insofern Appell an alle, also wer sich mit dem Gedanken trägt, vielleicht zeitnah so ein individuelles Gespräch vereinbaren und dann lässt sich die Entscheidung leichter treffen, ja. Und wenn es nicht klappen sollte, also wir hatten auch schon Fälle, die gesagt haben, ja, also jetzt habe ich mich doch angemeldet und ich habe mich anders entschieden. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sagt, okay, ich fange dann halt im April an oder im nächsten Oktober, ein Jahr später. Also, dass sich sowas verschiebt, ja, wenn Sie sich verpflichtet haben jetzt und sagen, okay, ich will das zwar machen irgendwann und ich weiß jetzt nicht, ob Oktober klappen wird bei mir. Aber das müssen wir individuell besprechen, weil es liegt bei jedem anders, die Entscheidungslage, welche Faktoren da jetzt die Entscheidung noch mit beeinflussen. Deshalb 240 monatlich für die dreijährige Ausbildung und 140 monatlich für die fünfjährige Ausbildung. Es ist schwieriger als für die Psychologen, das ist völlig richtig, aber bisher sind alle untergekommen. Also, aber es stimmt, Sie haben da was Richtiges wahrgenommen, es ist für die Pädagogen schwieriger. Die Kliniken tun sich ein bisschen schwer, die Pädagogen zu integrieren. Bei den Psychologen gehen die einfach davon aus, dass die schon viel können, was nicht unbedingt auch immer der Fall ist. Und es hängt ein bisschen von ihrem Pädagogikstudium ab, wie sie sich da verkaufen oder welche Berufserfahrungen sie schon haben. Wenn sie einschlägige Berufserfahrung haben, dann nehmen die sie auch gerne. Wenn die sagen, ach ja, sie haben schon mal in der Beratungsstelle gearbeitet oder sie haben schon mal in irgendeiner Brennpunktstelle gearbeitet, also mit wirklich auffälligen Menschen oder Kindern, sind die dann durchaus offener. Und viele Studiengänge sind auch heute noch immer auch therapeutisch ausgerichtet, Sozialpädagogik-Studiengänge, wo dann manches vielleicht sogar besser an Know-how, an Kompetenzen vorhanden ist, wie bei einem sehr theoretischen Psychologiestudium. Da gibt es ja auch Unterschiede. Es gibt ein wichtiges Kriterium, Sie müssen ein Diplom haben oder einen Masterabschluss, wo klinische Psychologie ein Schwerpunkt war. Das ist sowieso klar. Es ist so, dass leider die Universitäten versucht haben, sehr interessante, exotische Begriffe für ihre Masterstudiengänge zu kreieren. Und dadurch sind dann die Behörden irgendwie völlig desorientiert. Was ist das jetzt eigentlich? Hat es noch was mit klinischer Psychologie zu tun oder ist klinisches Management, ist das ein zusätzlicher Baustein fürs Management im Gesundheitsbereich? Es ist unterschiedlich. Das hängt immer davon ab, wie viel im Bachelor schon passiert ist an klinischer. Damit wird es auch verrechnet. Also um die 30 insgesamt, 35, so viel spricht man. 30 Semesterwochen, also 30 auch für die, die als Lehrer jetzt unsicher sind. Beim Abschluss Grundschullehrer ist es klar, Realschullehrer ist es auch klar, Schulpsychologe ist es auch klar, Sonderpädagoge ist es auch klar. Und bei den anderen geht es um diesen Begriff 30 an sonstigen Kursen Erziehungswissenschaften, Psychologie, ja, also das ist nochmal für die Lehrer. Also die Tatsache schaut so aus, wenn man jetzt eine feste Stelle in einer Klinik hat, dann ist es durchaus möglich, weil man die ganzen 1800 Stunden damit schon abgedeckt hat, dass es in 3 Jahren zu schaffen ist. In der Regel braucht man 3,5 bis 4 Jahre, weil Sie davon ausgehen müssen, dass man für die Prüfungsvorbereitung, für das Lernen, für das Zusammenstellen der Fälle 4 bis 6 Monate schon braucht und sich die auch geben muss, sodass im Schnitt die Ausbildung, die dreijährige, in 3 Jahren zu schaffen ist, aber meistens etwas länger dauert. Und umgekehrt ist es so, dass diejenigen, die die fünfjährige machen, es auch schneller schaffen können. Der Hintergrund ist der,
dass wir generell Theorie-Seminare in einem Zeitraum von 3 Jahren anbieten und die Fünfjährigen dann einfach, was die praktische Ausbildung betrifft, mehr Zeit haben und was die praktische Tätigkeit betrifft. Also im Schnitt ist es keine Fixierung curricular, aber Sie müssen bei der Dreijährigen, wenn Sie pädagogisch vorgehen, also was jetzt, Psychologie oder Pädagogik? Ha? Da dauert es etwas länger wie bei. Aber Sie wollten, glaube ich, wissen, ob es nach oben hin eine Grenze gibt. Sie können so lange brauchen, wie Sie wollen. Ja, ja, ne, aber ich empfehle immer schon, das irgendwie zeitnah zu machen. Klar, wir haben schon Personen, die brauchen 5 Jahre und da waren die Theoriekurse schon vorbei. Aber ist es mit dem Lernen verdammt schwierig. Aber das wäre jetzt genauso, ihr habt das Studium und dann geht erst mal 5 Jahre in Urlaub und dann macht ihr die Prüfung. Das macht kein Mensch. Und das wäre jetzt bei uns auch so. Aber es gibt in Bayern keine Begrenzung im Sinne einer Exmatrikulation. Die gibt es nicht. Und es gibt auch immer Einzelfälle, die viele Jahre länger brauchen, die schon 10 Jahre das versuchen. Ja. Es ist so, die letzte Prüfungsleistung ist offiziell juristisch das Ende des Studiums, auch wenn sie noch nicht benotet ist, weil Sie sind ja jetzt nicht davon abhängig, dass der Notengeber zu lange braucht. Das darf keine Strafe für Sie sein. Also Sie können anfangen. Ja, Sie können anfangen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist wirklich, sollten Sie so eine Prüfung oder so eine Arbeit jetzt nicht, dann müssen Sie halt ein halbes Jahr später anfangen. Also, ja, Sie werden es dann wiederholen wahrscheinlich und dann wird es ein halbes Jahr später. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das ist noch nicht passiert. Also von daher habe ich da große Hoffnung, dass es Ihnen auch nicht passiert. In dem Moment, wo man mit der Ausbildung beginnt, hat man ja Kontakte, lernt Menschen kennen, hat Vernetzungen, lernt andere kennen, die irgendwo sind. Und die Theoriekurse, die man besucht, sind ja inhaltlich wertvoll für die Arbeit, die man dann später macht. Und dadurch ist es häufig so, dass jemand dann auch richtige Anstellungen mit der Zeit bekommt. Mit dem, ne, weil er einfach nachweisen kann, ich mache diese Ausbildung, ich habe diese Seminare besucht und dadurch ist es nicht so, dass man davon ausgehen muss, ich muss jetzt meinen Lebensunterhalt eben mit Taxifahren verdienen, ne, sondern man kommt dann wirklich in diese Behandlungsszene auch rein und dann ist das absolut realistisch. Natürlich gibt es ein individuelles Vorgespräch, das wir machen. Wir sondieren einfach auch die Motivation der Teilnehmer. Das ist kein Gespräch, wo wir im engeren Sinn die Eignung feststellen können. Ja? Es ist ein Bewerbungsgespräch, wo wir sagen, wir möchten Sie natürlich kennenlernen und schauen, ob wirklich absolut irgendwie was dagegen sprechen könnte, ja, dass Sie diese Ausbildung machen. Dann gibt es natürlich manchmal Kandidaten, wo ich so in dem ersten Gespräch merke, es ist wirklich selten, aber es passiert, dass ich sage, ob das wirklich der richtige Beruf für diesen Menschen ist. Ja? Wo wir dann sagen, okay, da sollte noch jemand anders vom Leitungsgremium ein Gespräch führen. In der Regel sind es dann die Selbsterfahrungsleiter, wo ja sowieso auch nochmal ein Vorgespräch stattfindet. Oder umgekehrt, wenn es ein Gespräch bei Sandra Poppeck war und sie hat so ein bisschen so ein Fragezeichen, wo sie sagt, na, vielleicht sollte derjenige nochmal drüber nachdenken und reflektieren, ob es das Richtige ist. Und dann kommen die dann zu mir und machen bei mir nochmal ein Gespräch. Also das ist das Einzige, aber wirklich, das passiert sehr selten, weil die meisten, die sich für diesen Beruf entscheiden, die haben schon Praktikas gemacht, die wissen, worauf sie sich einlassen und die haben schon auch Feedbacks gekriegt an den unterschiedlichsten Stellen, wie sie sich da jetzt angestellt haben. Also da ist schon eine Vorselektion stattgefunden, die uns natürlich hilft, auch keine harten Entscheidungen treffen zu müssen. Im Extremfall könnte das sein, aber es ist wirklich einfach ein Vorgespräch ausmachen. Ja. Ja. Im Schnitt einmal im Monat, vielleicht auch mal 2, weil die Sommerferien frei sind. Das heißt, bei der kürzeren Ausbildungszeit machen Sie parallel zu der Theoriephase auch schon die praktische Ausbildung. Bei der 5-jährigen Ausbildung fangen Sie erst nach
4, 5 Semestern an. Eigentlich erst nach 5 Semestern in die praktische Ausbildung zu gehen. Dann haben Sie noch ein Semester Theorie und dann sind Sie theoriefrei und machen nur noch Patientenbehandlung. Das heißt also, die 5-Jährigen und die 3-Jährigen sind gemeinsam in einem Theoriekurs, den sie für 3 Jahre gemeinsam absolvieren. Ja, und die letzten 3 Semester finden dann diese 600 Behandlungsstunden statt unter Supervision am Patienten. Das ist ein bisschen dichter, das ist halt dann sehr viel dichter. Und es kann auch sein, da ist die Verzahnung oder die Abstimmung natürlich nicht so optimal in der 3-jährigen Ausbildung. Es kann sein, dass ich kurz nach Beginn der praktischen Ausbildung einen Zwangspatienten vor mir habe und ich sage, ah ja, jetzt habe ich aber noch kein Seminar zum Thema Zwang gehört, dann könnte ich den jetzt gar nicht behandeln. Dann muss ich ein bisschen warten vielleicht oder schauen, ob ich das anders irgendwie hinkriege, zusammen mit dem Supervisor. Vielleicht geht es ja auch. Aber das sind so die Schwierigkeiten in den unterschiedlichen Ausbildungen. Bei der 5-Jährigen ist es so, dass sie dann vielleicht sagen, aha, jetzt habe ich da einen Zwangspatienten, aber das Zwangsseminar war ja schon so lange her, da ist dieses Problem dann häufiger. Also es ist, man kann es nicht ideal hinkriegen, es ist so, wie es ist. Und wir sagen, jeder muss dann halt schauen, wie es schaukelt. Es ist ein Einführungskurs auf jeden Fall, wo die Dozenten angehalten sind, es so zu gestalten, dass es auch anwendbar ist, was sie vermitteln, dass sie das umsetzen können. Und Sie wissen wahrscheinlich, dass es eine umfangreiche EMDR-Ausbildung inzwischen gibt in Deutschland, ja, wo sehr viel integriert ist, aus anderen Therapieschulen natürlich. Und im Zentrum steht diese Technik, diese Augenbewegungstherapie, sage ich mal. Kann man vielleicht und sagen, ja. Und diese Technik allein, die kann man in sehr kurzer Zeit lernen. Ja? Und das möchten wir, dass unsere Dozenten das so vermitteln, dass man das lernen kann und auch anwenden kann. Das vielleicht dazu, so ganz konkret. Man wird nicht ein systemischer Therapeut, wenn man ein Wochenende systemische Therapie, aber man... Es gehen Listen, glaube ich, um. Sind noch welche unterwegs? Ja, da genau. Ja. Da können Sie das Infopaket bestellen. Im Infopaket gibt es Anmeldeformulare, die Sie aber auch auf der Homepage finden. Wenn Sie schneller haben wollen, dann können Sie auf der Homepage das Anmeldeformular. Draußen liegen auch Anmeldeformulare für solche Bewerbungsgespräche. Also es gibt verschiedene Wege, wie Sie da rankommen. Das dürfte nicht schwierig sein. Es ist gut, das Infopaket mal studiert zu haben vorher. Das ist relativ umfangreich. Viele Informationen über das Berufsbild und andere Dinge. Und vielleicht auch noch eine Entscheidungshilfe, sich überhaupt mit diesem Beruf anzufreunden. Nee, es ist schon so, deswegen gibt es ja dieses erste Ausbildungsjahr, das vielleicht euch auch nochmal gesagt, ihr findet auf der Homepage eine Rubrik, die heißt unter Dokumente Seminarpläne. Und dann könnt ihr euch einfach mal die Seminarpläne anschauen, wie läuft es denn so ab. Und jetzt zu Ihrer Frage, das erste Jahr im KJP-Bereich vermittelt genau diese Grundlagen, dass man dann, wenn es um die Störungsbilder geht, auf der gleichen Wissenshöhe ist als Pädagoge. Ne? Also es ist ein gewisser Unterschied, Stichwort Testdiagnostik, ne? Aber dafür gibt es dann im ersten Ausbildungsjahr Seminare oder Sie erlernen es eben im Rahmen einer praktischen Tätigkeit in einer Praxis, wo man halt über den Weg rangeführt wird. Am Ende ist es identisch. Die Prüfung können Sie jetzt nicht sagen, ich bin Pädagoge. Also können Sie schon sagen, aber ändert jetzt nichts an der Prüfung von den Inhalten her. Ne? Dafür ist das erste Ausbildungsjahr da. Vielleicht auch noch was dazu zur Statistik. Als Pädagoge machen Sie ja auch ein wissenschaftliches Studium. Das heißt, Sie haben auch Forschungsmethoden und Wissen und Statistik gehabt. Genau. Das macht nichts. Sie haben gelernt, wissenschaftlich zu arbeiten. Sie wissen, wie man wissenschaftliche Studien beurteilen kann. Ja, darum geht's. Also wir müssen als Akademiker wissen, wie eine Studie angelegt ist und was eine ernstzunehmende Studie ist und was nicht. Das ist eine Grundfähigkeit, die wir haben sollten. Ob die jetzt für die Ausbildung so wichtig ist, ist eine andere Frage. Wir machen auch nochmal ein Seminar zu Forschungsmethoden in der Psychotherapie. Da werden nochmal solche Fragen bearbeitet und aufgeworfen.
was man da von bestimmten Studien halten kann und was nicht. Weil die Psychotherapieforschung ja auch jetzt eine Sonderstellung vielleicht auch hat unter der sozialwissenschaftlichen Forschung. Und es gibt ja zu allen Seminaren Handouts, immer sehr gute, mit Literaturstellen, wo man sich dann auch weiter vertiefen kann, wenn man möchte, und Fragen stellen kann. Also das Einzige ist die Testtheorie, die wir Pädagogen, ich bin ja auch Pädagoge, erstmal nicht im Studium haben. Die ist ja wichtig, wenn wir eigene Tests entwickeln wollen. Dann müssen wir uns testtheoretisch sehr gut auskennen zum Entwickeln von Tests. Das war ja eigentlich im Studium der Psychologie eine wichtige Fähigkeit, Testentwicklung und Diagnostik zu machen. Ein Kerngeschäft. Das müssen Psychotherapeuten ja nicht. Psychotherapeuten sind anwendungsbezogen, sie wenden Tests an und müssen wissen, wie die funktionieren und was man von ihnen halten kann. Sie müssen nicht die Fähigkeit haben, einen Test zu konstruieren. Also von daher würde ich sagen, das Wissen reicht auf jeden Fall aus, das Sie mitbringen, und den Rest kriegen Sie hier an der Ausbildung. Sie müssen, schön, wenn Sie waren. Sonderpädagogik machen, alles Gute. Erklären, was das ist. Das weiß keiner. Sie haben als Sonderpädagoge ein vergleichbares testdiagnostisches Wissen wie Ihr Psychologe. Und in den Bereichen der Frühdiagnostik viel besseres. Das müssen Sie in Ihrer Bewerbung explizit reinschreiben. Der Kinder- und Jugendpsychiater in einer Klinik kennt den Sonderpädagogen nur als Lehrer in der Schule für kranke Kinder. Der weiß überhaupt nicht, was ein Sonderpädagoge ist. Also das ist so. Wenn Sie sich bewerben, schreiben Sie bitte rein, was Sie an diagnostischen Kenntnissen alles haben. Nach europäischem Recht ist das möglich, keine Frage, aber es ist auch immer etwas, was man sicherheitshalber mit einer Behörde abklären sollte. Wir gehen schon davon aus, dass es möglich ist, aber also wenn man auf die sichere Seite gehen will, sollte man vorher bei der Behörde nachfragen. Ne? Also zumindest jetzt mal Schweiz, Österreich ist es auch geschehen, haben wir ja auch drauf, ne? Auch Großbritannien, denke ich, aber man sollte es sicherheitshalber abklären. Unser Anspruch ist schon, wenn Sie sich interessieren für so ein Informationsgespräch, schicken Sie uns die Unterlagen ein und wir schauen, dass wir das Bewerbungsgespräch innerhalb von 2 bis 3 Wochen dann Ihnen einräumen können. Okay, Dankeschön. Also alles Gute für den schönsten Beruf, und es gibt, glaube ich, noch eine Führung, wer da das Institut anschauen möchte. Wo treffen die sich an? Ja, schön, dass Sie da waren. Diese Feedbackbögen, draußen gibt es, glaube ich, einen Behälter, wo man die einschmeißen kann, diese Rückmeldebögen. Und ja, wir wünschen Ihnen viel Spaß bei dieser Überlegung, dieser Entscheidung. Alles Gute.